Der Stephansdom, der glänzt in der morgendlichen Sonne, aber weiterhin gibt es natürlich die Warnung der Polizei. Diese bleibt aufrecht. Am gestrigen Vormittag gab es ja via Twitter die Meldung, dass es hier eine erhöhte Terrorgefahr geben könne. Die Bevölkerung wurde zur Vorsicht auch gebeten. Allerdings haben die Gotteshäuser natürlich nach wie vor offen. Das heißt, die Gottesdienste finden ganz normal auch statt. Wir haben gestern unter anderem auch mit Toni Faber vom Wiener Stephansdom geplaudert. Er hat gemeint, er ist sehr dankbar, dass es hier den erhöhten Schutz auch gibt. Man nimmt natürlich die Warnungen auch ernst und das tut man nicht nur im Stephansdom, sondern natürlich auch an anderen Schauplätzen. Die Polizei selbst, die hat gestern ja innerhalb Wiens an mehreren neuralgischen Punkten auch ihren Dienst verrichtet, war hier teilweise doch stark bewaffnet auch und hat etwaigen Attentätern hoffentlich auch die Lust dann genommen, irgendetwas auch tatsächlich durchzuführen. Menschen haben natürlich das zur Kenntnis genommen. Die Polizei hat das aber sehr gut gemacht, hat auch an einigen Schauplätzen hier verstärkte Kontrollen durchgeführt. Beispielsweise bei der Technischen Universität gab es Fahrzeuge, die hier durchsucht wurden, allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Hausdurchsuchungen oder gar Festnahmen hat es allerdings nicht gegeben. Die Polizei, die hat gestern gebeten, und das gilt wohl auch für heute, bitte keine Fotos zu machen, nichts auf Social Media zu posten. Man möchte hier wirklich, dass die Einsätze gut ablaufen, dass man hier wirklich alles tun kann, um die Sicherheit der Wienerinnen und Wienern und allen Menschen, die in Österreich leben, weiterhin zu gewährleisten. Es gibt allerdings auch schon Konsequenzen, beispielsweise die Kindergärten der Diakonie, die haben jetzt einmal ihre Ausflüge in die Nähe von Kirchenhäusern mal abgesagt. Man möchte hier wirklich auf Nummer sicher gehen, aber wie gesagt, alles hat geöffnet. Das ist gut, das ist richtig und wir hoffen natürlich, dass dies bald auch wieder aus den Schlagzeilen verschwinden wird, denn die gestrige Warnung, die hat auch internationale Schlagzeilen produziert bis nach Deutschland und andernorts. Und das Gute ist aber doch, wenn wir etwas Positives sehen, dass eigentlich immer dann, wenn es hier eine verstärkte Warnstufe auch gibt, wenn die Menschen Bescheid wissen, dass es dann eigentlich nie zum Schlimmsten kommt und das wird auch diesmal hoffentlich nicht der Fall sein.